Ja, da bin ich wieder und jetzt geht es um Berlin, beziehungsweise um meine Vorfahren, um das einmal zu erklären, damit das begreiflicher für die Leute wird, wie die Entwicklung war. Ja, dieses Buch ist von Thilo Koch und Berlin ist wunderbar. Und da ist eben in dem Buch ganz hinten drin, als Anhang, das, was ich auch kopiert hatte, als Anhang ist da drin die So, die Herrscher von Brandenburg, Preußen und dem Deutschen Reich. Markgrafen aus dem Hause der Askanier. Das heißt, vorher waren es, ja, die kamen aus Ägypten, Azteken, danach waren es Askanen und daraus wurden die Askanier. Und die Vorgeschichte von der Inselstadt Ratzeburg kommt auch noch wegen der Namensgebung, da gehe ich später noch mal drauf ein. Da stammt auf alle Fälle in Lauenburg geboren, im Jahr 1178 Albrecht der Bär. Der ist dann also Richtung Berlin gegangen. Berlin gab es ja noch nicht zu der Zeit. Und es kam ja erst Bär. Albrecht der Bär, deswegen Berlin. Und dadurch kam die Namensgebung. Ja, und dann kamen seine Kinder, bis eben die Askanier ausgestorben sind. Dann war die Mark Brandenburg eigentlich 4 Jahre führerlos. Chaos herrschte da oben. Und dann wurde es weitergegeben an einen Familienangehörigen aus Wittelsbach, das heißt aus München. Und danach kamen die Markgrafen aus dem Hause Luxemburg. Unter Karl dem Vierten, wo das dann ja an seinen Sohn Sigismund ging, der hat es wieder belastet an seinen Bruder. Der Bruder ist aber verstorben und ja, so hat Sigismund zurückgekriegt. Und danach kam dann die Linie wie gesagt, vom Burggrafen von Nürnberg wurde dann Friedrich der Erste als Kurfürst 1417 durchs Konstanzer Konzil. Da gehe ich auch noch näher drauf ein, das kommt noch. Ja, und dann, wie gesagt, sein Sohn Friedrich der Eiserne, Albrecht Achillius, Johann Cicero etc. pp., wie es dann weiterging über die Jahre, die immer dann die Kurfürsten waren. Ja, und wie sich das dann eben halt geschichtlich geändert hat, wer dann an die Macht kam, beziehungsweise die Kinder. Und das ging dann natürlich weiter. Friedrich der Erste in Preußen, der erste König. Ja, Friedrich Wilhelm, der Soldatenkönig. Dann Friedrich II., der Große, dann Friedrich Wilhelm II., dann Friedrich Wilhelm III., der mit Luise verheiratet war. Und dann kam der erstgeborene Sohn Wilhelm, also Friedrich Wilhelm, der Vierte. Und als der dann krank wurde, 1858, übernahm sein Bruder Wilhelm die Regierungsgeschäfte und wurde dann 1861 nach dem Tode von Friedrich Wilhelm IV. Kam Wilhelm der Erste auf den Thron, weil die anderen zu jung waren. Und der wurde dann im Grunde genommen, sieht man dann, wie es weiterging. Das heißt, die kaiserliche Linie, die drei Kaiser, Wilhelm der Erste bis 88, Friedrich Wilhelm der Dritte. Der hat, ja, war ja nur 99 Tage an der Macht, todkrank. Und dann kam eben halt Wilhelm II.
auf dem Thron, das ist die kaiserliche Linie, die hat es vorher nie gegeben und normalerweise hätte auch Preußen doppelköpfigen Adler damals 1871 kriegen müssen. Einer, der nach rechts schaut, der königliche Adler, und einer, der zur anderen Seite schaut, ist der kaiserliche Adler, so wie es bei den anderen doppelköpfigen Adlern auch ist.